Viele Nachwuchsmagier, tausende von Nachwuchsmagiern haben zu ihnen hochgeschaut und wollten es auch so schaffen wie die beiden, wie Siegfried und Roy. Zwei, die den Durchbruch geschafft haben, sind die Ehrlich Brothers und wir freuen uns wirklich sehr, dass die beiden uns jetzt zugeschaltet sind. Hallo, guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben noch vor kurzem... Ja, hi. Wir haben noch vor kurzem Tricks von euch gesehen auf bild.de und die Zuschauer haben es geliebt. Jetzt seid ihr zugeschaltet, allerdings jetzt leider aus einem sehr, sehr traurigen Grund. Der Tod von Roy Horn. Wie habt ihr es erfahren und wie geht's euch damit? Erfahren habe ich es heute, als ich Handy online geschaltet habe. Es war gleich irgendwie die erste Nachricht. Auch von vielen Leuten schon per SMS, WhatsApp kam das rein. Mich hat das, genau wie Bernhard Paul das gerade gesagt hat, sehr getroffen. Es waren sozusagen Seelenverwandte. Es ist das einzige Magier-Duo, was wie wir auch zu zweit auf der Bühne steht. Es hat in den letzten Jahren immer wieder tolle Gespräche, vor allem mit Siegfried gegeben. Und wir haben uns einfach nahe gestanden. Wir haben sie noch im März eingeladen zu unserer Show in München, die dann 2,5 Tage sozusagen vorher auch durch die Corona-Maßnahmen gecancelt worden ist. Ja, mein erstes Autogramm, was ich im Leben tatsächlich bekommen habe, war von den beiden. Und er hat einen wirklich lang einnehmenden Platz in meinem Kinderzimmer. Da war ich irgendwie 10 oder 11, da habe ich das bekommen, eingenommen. Und es war insofern für uns immer, oder für mich damals, ich bin ja quasi angefangen mit der Zauberkunst, immer ein großes Vorbild. Beide natürlich, Siegfried und Roy, letztlich gehören sie ja auch zusammen. Also ich glaube, sie haben beide auch mal gesagt, ohne den jeweils anderen hätten wir das nie so schaffen können. Und das ja, eine Seele in zwei Körpern, die beiden. Und ja, es ist einfach unglaublich tragisch, was 2003 sozusagen mit diesem Unfall an seinem Geburtstag begonnen hat. Als ich jetzt vor, ich weiß nicht, wann er genau ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, vor einer Woche, vor 10 Tagen, das gehört habe, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil Roy eben durch den Schlaganfall bedingt natürlich schon trotz seiner unglaublichen Kampfeslust und seinem Mut, den er immer hatte, es war ein unglaublich großer Kämpfer. Das ist eigentlich, finde ich, auch so für mich das Tragische. Wir haben damals, als wir davon erfahren haben, dass er erkrankt sei, habe ich gesagt, ich glaube, dass er das schafft. Ja, der hat so viel in seinem Leben gekämpft und war ja auch immer die treibende Kraft, wenn es hieß, das geht nicht, mit Tieren. Und also er hat immer seine, mit unfassbar, unvorstellbar großer Kraft, seine Visionen auch gelebt. Siegfried hat uns mal gesagt, Roy hat immer, wenn die Illusion fertig war, hat Roy noch die Kirsche auf die Torte draufgetan. Genau. Also Roy hatte immer noch so irgendwie den tierischen Sondergedanken, Sonderweg, weil das war ja einfach so deren CI, deren großes Markenzeichen. Ihr beiden, darf ich mal kurz dazwischen? Darf ich mal kurz dazwischen? Was mich nämlich noch sehr interessieren würde, ist, ja, wann haben Sie denn Siegfried und Roy das erste Mal getroffen und vor allen Dingen, wie magisch war das Treffen? Also ich war 2001 mal in Los Angeles für einen Austausch und ich bin leider an genau den 2 Tagen dann nach Las Vegas gefahren, als die beiden off hatten. Das war sozusagen mein erster Hautnah-Dich-Dran-Kontakt, ohne sie gesehen zu haben. Und wir waren dann später nochmal zusammen in Las Vegas, weil ich sage, wir müssen da unbedingt nochmal hin. Aber das war dann im Prinzip dann schon leider nach deren offiziellen Karriereende durch den Unfall bedingt im Jahr 2005. Das heißt, wir haben die Show tatsächlich nie gesehen. Genau. Live. Und wir haben Siegfried dann getroffen, wann war das letzte Mal? 2015, glaube ich. Im Caesars Palace haben wir uns getroffen. Es gibt einen schönen und regen Austausch auch nach wie vor. Wir haben viele seiner Briefe hier bei uns in unserer Ecke. Ja, hatte ich eben auch nochmal in der Hand. In einem steht, wir freuen uns, dass es euch gibt. War einfach immer ein toller Austausch irgendwie. Und ich
bilde mir ein, dass er auch so ein bisschen zwei Seelenverwandte immer vor sich hatte, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Wir haben ihn jetzt heute natürlich noch nicht erreicht, aber hoffen, dass wir ja in den nächsten Tagen irgendwie mal ein Telefonat hinbekommen. Andreas und Christian Ehrlich, die Ehrlich Brothers, herzlichen Dank für den Moment und für die schönen Erinnerungen. Dankeschön.